Okay, letzte Runde und zwar mit unserem Chucky Jackson Boy. Oder ich werde vielleicht sogar noch mit der Unknown reingehen. Who knows? Who knows? Aber auf jeden Fall haben wir die Addons mit dabei. Das Slice and Dice zu chargen 50% länger braucht. Wo ist jetzt der Vorteil, fragt ihr euch? Wir haben einen um 6 Meter reduzierten Terrorradius, was uns nicht viel bringt, weil wir ein Stealth-Killer sind, Bro. Und dann haben wir noch mit dabei, dass wenn die Survivor durch unsere Halluzinationsfußabdrücke gehen, sie exhausted sind für, ich glaube, 15 Sekunden. Also beides halt wieder offensichtliche bodenlose Addons. Mal schauen, was wir da draus machen werden jetzt. Okay. Also Slice and Dice lohnt sich teilweise halt leider auch nicht mal. Einfach nur, weil die Aufladezeit so fucking lang ist, dass es einfach nichts bringt teilweise. Okay, die Pellet nehme ich auf jeden Fall. Da warst du im Locker drin, verstehe. Kommt der Pickup durch? Ja. Danke, jetzt liegt sie nicht mehr in der Pelle und ich habe einen zusätzlichen Hit bekommen. Plus Time Waste für euch. Und den Flashlight Safe bekommst du nicht hin, Lady. Ja gut, das war eine ziemlich gute Situation da. Chucky ist, by the way, aber trotz diesem Nerf seiner Power immer noch strong. Da dürft ihr ihn bitte nicht unterschätzen. Der ist immer noch ein crazy Boy. Aber es ist halt schon starker Nerf, würde ich behaupten. Ich würde ganz kurz jetzt halt gerne den Kick annehmen hier drauf. Um die Aura lesen zu können. Ich liebe Nowhere to Hide of Chucky. Es ist der coolste Chucky-Perk. Mit Abstand. Oh, okay. Da habe ich mich leider selbst gemeint gamed. Smart gelaufen von ihr. Okay, mal schauen, wie das jetzt hier weiterlaufen wird. Hallo, Lady! Was geht? Was geht? What's popping? Ja, gleich euer Generator. Oh, Gif, 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 Shinku, oh mein Gott. Hä? Ich war hier doch noch nie. Warum ist hier eine Pellet gedroppt worden? War ich hier schon mal? Nee. Okay. Das ist ein bisschen weird, wenn ich das mal so behaupten dürfte. Dann schauen wir mal, wo unsere Leute hier so unterwegs sind gerade. Ja, schade, leider gemisst. Aber alles gut, den Hit bekommen wir easy rein dann. Ey, Chucky, Chucky ist so... Chucky ist einfach the GOAT. Chucky ist einfach the fucking GOAT. Nee, das war bodenlos schlecht. War leider bodenlos schlecht. Da müssen wir aber auch nicht allzu lange drüber reden, ne? Ich hätte es halt geschafft, wenn ich halt den normalen Slice and Dice Cooldown gehabt hätte, aber... Was? Nee, Flashlight Safe wird hier definitiv nichts werden. Habt ihr irgendeinen Generator eigentlich gut geprogressed oder sieht's irgendwie überall gerade so aus wie hier? Okay, wir versuchen natürlich die Aura bestmöglich noch mitzubekommen. Ist aber anscheinend ein bisschen schwer gerade. Okay. Junge, ich verstehe halt noch immer nicht, was sie sich bei dem Addon gedacht haben. Terrorradius reduzieren, aber Slice and Dice halt fucking nerven wie sonst was. Absolut crazy.
absolut stark gespielt. Das war wirklich einer der besten Plays, die ich jemals gesehen habe gegen meinen Chucky Boy. Lady, ich habe da kein Problem mit, ne? Also, so ist es ja nicht. Nass. Junge, diese fucking lange Zeit, die man da braucht. Und Chaseng, das ist, soweit ich es jetzt in Erinnerung habe, nicht als Meme-Addon deklariert überhaupt. Da gibt's keine Bonus-Bloodpoints, soweit ich weiß. Das ist nicht geplant, ein Meme-Addon zu sein. Ansonsten würde ich ja sagen, yo, Bro, voll fein, aber... Oder? So weiß ich nicht, ne? So weiß ich nicht. Wenn die wirklich denken, das ist ein gutes Addon... Oh Gott. Da bin ich raus. Da bin ich halt raus. Okay. Ich wusste nicht genau, wo sie hin ist. Ich dachte zuerst, sie ist einfach drüber gewoltet mit, Broken Quad. Aber das war definitiv nicht der Fall. Nice. Ey, ich bin halt trotzdem fucking Gold mit Chucky. Kann man mir sagen, was man will. Also meine Muscle Memory wird zwar hardcore gefickt gerade von diesem Addon, aber ich bin halt trotzdem noch ein Gamer. Ich bin trotzdem noch ein Gamer und da kann man mir nichts anderes erzählen. Das ist einfach ein Fakt. Oh, warte mal. Okay. Wir werden sie gleich sehen, weil ich glaube, da ist jemand zum Rescue direkt gelaufen. Und ich habe natürlich recht, weil ich ein Gamer bin. Schade. Aber 2 für 1 nehme ich auf jeden Fall. Also bei Stealth-Killern sowieso immer expecten, dass sie zurückkommen. Immer. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Oh, okay. Sorry, Lady, aber... Willst du einen Hit für die hier nehmen? Oder mit dem normalen Cooldown ohne Probleme, wirklich. Ja, okay. Tries. Nicht mein Hinterkopf, Bruder. Muss schon in meine Augen rein. Da, wo es weh tut. Gut. Zeige euch jetzt den Gamer-Move. Okay, kein Gamer-Move, war ein Troll. Boah, es dauert 10 Jahre plus minus 30 Minuten. Absolut crazy. Bin ich dumm? Offensichtlich ja. Oh fuck, okay. Oh, interessanter Play. In mich reinzulaufen war, glaube ich, aber nicht Teil des Plans, oder? Okay, verstehe. Alles Judy, alles Judy. Unser Boy ist happy. Okay, hier ist niemand dran. Lady, du musst es langsam raffen. Oh mein Gott, der hat eine Chemical Trap drauf gemacht. Das habe ich vorher gar nicht bemerkt. Holy shit. Den Slowdown hätte ich nicht gerne angenommen. Hallo, Lady. Bisschen warten für deinen harten Tanz. Sieht man direkt so, woo, Superman. Let's go! Geil. Einfach nur geil. Big Fan. Oh nein. An dem Generator habt ihr so lange gearbeitet, nur damit er jetzt gekickt wird von mir. Das tut weh, oder? Das sind schon Schmerzen auch, oder?
Antwortet mal. Sagt mal. Wie findet ihr? Seid ihr Fans? Die haben sich schon wieder unterm Hook gehealt. Also sorry, aber manchmal kann man halt auch wirklich nichts dagegen machen, ne? Manchmal wollen die Survivor aber auch wirklich einfach durchgeschallert werden. Also sorry, aber schaut sie euch an. No front. Es ist wirklich nicht böse gemeint. Es ist wirklich nicht böse gemeint. Aber Homie, ihr könnt mir nicht sagen, dass sie das Recht dazu hat, mir nach der Runde zu sagen, dass ich ein dreckiger Hurensohn bin. Das Recht hat sie nicht. Nein, abgelehnt. Abgelehnt. Sehe ich nicht. Okay, schwack, schwack. Interessant. Ich gehe außen rum, ich gehe nicht außen rum. Ich hätte einfach zuschlagen sollen. Okay. Dance Show. I invite you to my dance show, dance show, dance show. Hello, lady. What's popping? Junge, also zweimal drauf reinzufallen, ist schon ein bisschen bodenlos, oder? Willst du Dead Hard faken? Oh. Warte, was? Oh, du hast auch noch einen Decisive. Interessant, aber... Das ist bodenlos. Das ist... Okay, das war bodenlos. Dass ich da in die Wand gamed wurde, ist krank. Okay, komm. Zeig mir dein Movement. Zeig mir dein Movement, Girl. Zeig mir dein Movement. Ich will's sehen. Zeig's mir! Swag Girl, Swag Girl. We are the Swag Girls, Swag Girl, Swag Girl. We are the Swag Girl, Swag Girl, Swag Girl. Hallo, Lady. Willst du jetzt Dad haben? Ich lieb's. Ich lieb's wirklich sehr. War ein funny Chase hier. War ein funny Chase. War wirklich funny. Ein paar T-Bags hätten noch gefehlt. Dann wäre es perfekt gewesen, wirklich. Edge of Rank? Nee. Okay, wir speeden hier durch. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Nö. Die Hedge ist nämlich direkt hier gespawnt. Oder direkt hier. Gut. Ja, die Lady sucht Safe Call die andere Hälfte. Ich gebe ihr das so diese 50-50 Chance. Ich bin Gönner. Wie oft hätte ich denn die Wand mit diesem Drecks-Addon? Ich schieb alles aufs Addon. Nichts von dem Ganzen liegt an mir. Jeder Fehler liegt am Addon. Just saying. Warte, was? Come on, play fair. Was? Bitte? Lady, ich kann dir versprechen, dass sie hier nicht ist. Lady, ich wirklich, ich, Versprechen werden hier nicht gebrochen. Ich gebe dir kleinen Fingerschwur. Hier ist sie nicht. Junge, was ist das für ein Cursed Movement gerade gewesen? Holy shit, Junge. Junge, Kopf. Gut. Aber Psychose. GG's, GG's. Boah, dieses Addon ist halt wirklich so gottlos scheiße. Oh, meine Fresse. Ey, das Exhausted Addon, das macht wenigstens was. Auch wenn es halt situationsabhängig und beschränkt des Todes ist. Aber es macht wenigstens was. Aber dieses Addon hier macht was, aber nichts Gutes und gibt dir da noch eine fette Downside. I mean, ich bin Stealth Killer. Was für Reduced Terror Radius, mein Freund. Und dann noch mit Downside, wie gesagt. Na, weiß ich nicht. Weil, eine kritische Situation eher, würde ich behaupten. Weiß ich nicht. Aber gut, Leute. Ich werde wahrscheinlich Unknown auch noch reinschallern dann, wenn er endlich released ist. Weil momentan ist er das eben noch nicht. Aber
Ihr werdet bestimmt dann auch mit seinen schlechtesten Addons leben müssen. Und das in Videoform von mir. Also freut euch drauf.